Hallo liebe Leute, heute bin ich mal alleine unterwegs, meine Frau ist arbeiten und ich fahre gerade durch den Wald bei Umkirch, denn heute soll es mal wieder am Thuniberg entlang gehen, Umkirch, Waldershofen, bis nach Tingen über Opfingen. Und dann über die Stadthöfe, Mundenhof wieder nach Hause. Ich habe mir da auch mal eine Route erstellt mit meinem Programm auf dem Handy. Das zeige ich euch auch gleich mal. Aber jetzt genießt erstmal hier den Ausblick. So, also so sieht es hier aus im Wald. So ist mein Settings. Einmal neben meinem Fahrradcomputer, daneben mein Handy. Ja, der Routenplaner sagt, ich bin nicht auf der Route. Der wollte mich die Straße lang schicken, aber ich bin hier hinten. Gerade wenn ich filmen möchte, hier hinten im Wald dann doch angenehmer. Aber jetzt schaut mal, also hier ist schön der Wald. Hier kann man gut fahren, auch mit dem Liegedreirad. Man wird zwar ein bisschen weggeschüttelt, aber es geht ganz gut. Es macht Spaß. Ich mache erstmal wieder Pause. Ich melde mich dann wieder ein bisschen später. Bis dann. So. Inzwischen bin ich ziemlich knapp vor Waldershofen. Dort vor euch seht ihr den Tunnel. Dann werde ich jetzt gleich entlang fahren und vielleicht werde ich auch bei der Kapelle und bei das Hof ankommen. Dort werde ich mal ein paar Modifikationen machen an meinem Fahrrad. Zum Beispiel möchte ich meinen Schalter wieder umdrehen und heute auf die andere Seite montieren. Das habe ich heute geplant. Bei der Kapelle ganz gut. Da kann man immer gut Pause machen. Pause brauche ich zwar noch keine, aber wie gesagt, ja, es ist schön. Es steht halt, da kommen dann die Radfahrer an einem Weg vorbei. Auch noch von außen. Ich werde jetzt hier versuchen, ich möchte den Schalter hier, den hier, hätte ich gern auf der Seite. Da werde ich mich jetzt noch beschäftigen damit. Okay, wir sehen uns dann gleich wieder. So, weiter geht's. Wie ihr schon auf dem Foto gesehen habt, ich habe hier umgebaut. Das sieht jetzt ein bisschen besser so aus, also so gefällt es mir besser wie vorher. Und ich bin inzwischen am Thuniberg, also bei Waldershofen im Moment noch. Fahre jetzt hier diesen schönen Bach entlang und genieße hier die schöne Aussicht auf den Schwarzwald. Und ja, also die Strecke hier ist einfach immer wieder schön zu fahren. Im Moment fahre ich mal schön langsam. Ja, ich habe ja Handy in der Hand. Aber gleich, weil ich das Handy wieder wegstecke, werde ich ein bisschen Gas geben. Weil ich will heute mal gucken, einmal wie lang mein Handy, wie lang mein Akku durchhält, wenn man schnell fährt. Und eben will ich auch mal schauen, wie schnell man die Strecke eigentlich fahren kann, weil ich kenne die hier eigentlich schon immer auswendig. Ich werde nachher wieder ein bisschen weiter drehen.
Bis spät. So, wie ihr seht, ich bin inzwischen an einem Berg. Das war nicht geplant. Ich bin nicht nur auf meiner Route. Ich war auch gerade sehr langsam. Aber ich hoffe, das schaffe ich noch. Da vorne, ihr könnt es noch nicht sehen, hol es mal näher ran. Da sieht man die Schneeberg, die Burg. Das ist zumindest, dass sie so heißt. Auf dem schönen Berg. Dort möchte ich jetzt aber nicht hin, sondern für mich geht es jetzt hier rechts hoch Richtung Ebring. Und von dort aus will ich eben weiter nach eigentlich ursprünglich nicht geplant, aber ich möchte Richtung ganz da hoch, also jetzt mal hier rum, auf jeden Fall weiter hoch Richtung Wittenauer. Bis jetzt ist nichts angeschrieben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es da keinen Weg gibt. Naja, kann sein, dass ich den Weg hier gleich aber runterfahre. Schauen wir mal. Ja, da steht mir keine Karten weiter an. Ich müsste eigentlich da links hoch. Ich sehe da eigentlich noch ein Kreuz und viele Weinreben. Das erinnert ein bisschen an den Weinradweg, den der Rainer gemacht hat. Mal gucken. Ich komme da nicht ganz gut ran. Jetzt schaue ich erstmal. Wir gehen jetzt wieder einen Weg nach links. Wie ihr seht, da gucke ich mal, wie es da aussieht, ob man da weiterkommt. Also Leute, heute ist es morgen. Bis später. Also ich bin jetzt hier auf halber Höhe zwischen Ebring und Wittenau. Ich bin kräftig am Schnaufen, aber ich sag euch, es lohnt sich. Schaut mal. Hier wunderschönes Panorama über das Gleisumtal. Man sieht da hinten geschweißte Vogesen. Also das ist schon enorm. Ich bin jetzt echt mal gespannt, wie es da weitergeht. Aber wie ihr seht, hier geht es kräftig hoch. Da muss ich jetzt weiter. Also das wollte ich schon euch zeigen. Also hier sieht man die Schneeburg. Die Burg eben oben auf dem schönen Berg. So richtig gut. Die ist noch ein bisschen höher wie ich, aber ich muss auch noch höher. Da vorne sind schon Schilder. Ich kann sie noch nicht lesen. Aber für mich geht es gerade aus. Und es geht ordentlich hoch. Leute, also ja. Bis später. Also ich wollte euch mitteilen, ich bin jetzt oben auf der Höhe. Hier geht es wahrscheinlich nochmal runter, ein Stückchen und gleich wieder hoch, aber ich bin eigentlich oben. Und jetzt schaut euch mal die Aussicht an. Da hinten, ich gucke mal, ob ich dann zoomen kann. Ja, geht. Also das ist der Turm vom Schauensland. Die zwei Windräder. Daran sieht man, Wittenau ist nicht mehr weit weg. Und ja, für mich geht es jetzt eigentlich nur noch runter. Und ich werde jetzt erstmal eine Weile nicht mehr aufnehmen können, weil während der Abfahrt, ich versuche meinen Akku dann ein bisschen aufzuladen. Ja, der ist ganz schön abgeschwächt, dass ich noch ein bisschen Akku habe zum Heimfahren. Aber genießt erstmal noch mal kurz die Aussicht. Und wie gesagt, jetzt geht's weiter. Ich melde mich dann wieder unten, wenn ich in Metzhausen bin oder in der Gegend da unten. Oder baba. Bis später. So Leute, ich bin inzwischen in Freiburg wieder. Ich fahre gerade der Bündwiederbahnlinie entlang, dem FR2. Ist auf der Höhe vom Bischofskreuz.
nach Hause. Mein Akku ist fast leer, noch 5%. Handy ist glaube ich auch schon leer, das zweite. Ich hoffe, dass er trotzdem die ganze Route aufzeichnet. Vielleicht bin ich im Weingarten. Bis das nächste Mal. Ciao.